Hallo Freunde, Servus und Grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich wollte euch heute noch von zwei körperlichen Veränderungen erzählen, die ich erlebt habe seit meiner Rohkostphase. Sag jetzt, seit ich mich vegan, vollwertig und roh ernähre, seit jetzt ungefähr 6,5 Jahre. Stimmt das? Ja, 6,5 Jahre. Was sie da verändert hat. Es sind doch ein paar Sachen, es ist nicht so gravierend und krass wie bei manch anderen, aber ich finde es ganz bemerkenswert. Und zwar geht es heute um meine Füße, was sich da getan hat. Ich zeige es euch jetzt einmal. Schaut es einmal her. Ja. Meine Füße. Bei meinen Füßen war es früher so, ich hoffe, man sieht das gescheit, dass diese Knochen hier, Hallux, glaube ich, heißt das, muss ich nochmal nachschauen, diese Knochen, die haben ungefähr vor 10 Jahren oder so, ja toll, so begonnen. Jetzt muss ich das dazu machen, weil jetzt der Nachbar kommt mit Shirley. Haben ungefähr vor 10 Jahren begonnen, diese Knochen zu wandern. Das heißt, die haben ein solches Ei nach außen gekriegt, wie das oft so ist. Und zwar habe ich da oft gemerkt am Tag, dass das weh da hat. Gell? Das habe ich also einen ziemlichen Schmerz gespürt. Und habe mir gedacht, mein Gott, wenn das so weitergeht, das gefällt mir ja gar nicht. Gell? Hat irgendwie weh getan, und zwar bei beiden. Ist dieser Knochen extrem stark nach außen gewachsen. Okay. Und ich sage euch, keine Ahnung, hat er wie gesagt wehgetan, und, aber ich habe natürlich jetzt nichts gemacht. Gell, weil, ja. Und das hat sich verändert im Laufe meiner Rohkost. Veganen Rohkost, ich sage es euch, erstens ist der Schmerz weg, und zweitens sind auch diese Knochenwucherungen zurückgegangen. Es ist zwar schon mal leicht zu sehen, besonders rechts, aber weniger stark, wie es schon seinerzeit war. Das war das eine. Und das andere ist das, das finde ich jetzt irgendwie noch toller, dass bei meinen beiden großen Zehennägeln haben sich früher die Nägel abgehoben vom Nagelbett, beide. Und zwar immer, wenn ich mit der Nagelfeile unten reingegangen bin, da habe ich mir gedacht, irgendwann geht der weg. Gell? Und hebt sich das ab, genau. Und das hat auch nicht wehgetan. Ich habe mir gedacht, das ist ein Pilz oder irgendwie sowas. Und einer von meinen Brüdern, der hat das auch. Da habe ich mir gedacht, ja, dann liegt das in die Gene, gell? Väterlicherseits vererbt. Und ja, war jetzt nicht so schlimm, weil wie gesagt, wehgetan hat es nicht. Aber es war bis zur Hälfte, sage ich jetzt mal, bin ich da mit der Nagelfeile unten reingekommen. Und das hat sich im Laufe meiner veganen Rohkostphase wieder so verändert, dass dieser Nagel wieder an das Nagelbett hingewachsen ist. Und zwar an beiden Seiten. Ist das nicht schön? Ist doch unglaublich, oder? Was diese vegane Rohkost alles vollbringt. Da ist jetzt also ein roter Strich, seht ihr den? Der war am Anfang ganz da unten, das wächst dann schon langsam raus. Weiß nicht, was das ist, tut nicht weh, ist nur links. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Nagel wieder angewachsen ans Nagelbett. Und da bin ich sehr froh, und das ist wunderbar, und das freut mich. Gell, jetzt wisst ihr das auch. Dann war es das schon bei mir. Dann möchte ich mich noch verabschieden. Alles Liebe und einen schönen Tag. Servus für dich.